Ja, hallo, herzlich willkommen hier. Let's play Wartime, City of the Damned. Nach dem mit mir Elo, hi, und mit dem, nach dem Erfolgserlebnis letzte Woche, habe ich mir gedacht, das machen wir jetzt nochmal. Ja, wir haben Skaven wieder dran. Wir haben die Skaven überrascht. In der Nähe ihrer, ihres Wagens. Aber da Skaven sind, sind die einfach mal alle zuerst dran. Ich sehe tatsächlich einen von mir, meinen Helden. Oder ist das mein Magier? Ich weiß gar nicht genau. Der hier irgendwie dran ist, bevor die Skaven dran sind. Oh Gott. Das könnte dann natürlich ganz schön bitter werden. Also laut Beschreibung habe ich sie umzingelt. Na genau. Das, nee, das ist ja nicht, den ich... Ja, die gehen dann vor allen Dingen erstmal alle in Dodge-Stance. Bah. So, da sich natürlich irgendwie den einen oder anderen aussuchen, den er zerrt. Und dann wird er bestimmt auch... den einen oder anderen noch einen Ambush-Sense kriegen, obwohl er müsste eigentlich alle in Melee-Range oder so rankriegen. Dann wird der mit dem Gewehr oder der mit der Schrotflinte? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nämlich einem eine Schrotflinte gegeben. Okay, aber das ist alles hier vorne. Das heißt, der wird den ersten Zug nicht erleben, denke ich. Sag ich's. Und wahrscheinlich wird es sogar so weitergehen. Aber das macht er mit der langen, mit dem Langgewehr, nicht der mit den. Dadurch, dass der da ausfällt, ist es sogar gleich so, dass da nochmal ganz viele Skaven mehr dran sind. Kann man sich natürlich einen schönen Vorteil holen. Muss man ja mal so sagen. Wenn es denn mal so ist, das ist ja jetzt auch wieder total random eigentlich, weil man. Weil er halt so nah dran steht. Na, wenigstens war der Counter-Attack gar nicht so schlecht. Oh. Puh. So, jetzt könnten wir ein Disengage machen. Würde ich sogar tatsächlich erstmal machen. Dann ein Lightning Strike für 3. Oh, ach, der geht geradeaus weiter. Oder was war gerade das Gelbe? Hier habe ich auch einen Schadenspunkt bekommen. Und dann in Dodge Stance. Na, da stehen jetzt so langsam auch irgendwie mal die ganzen Prozente dran. Die Frage ist ja tatsächlich, der Rattenoger ist natürlich auch bitterhart. Vor allem, ich sehe nichts, das nervt mich am meisten. Jetzt habe ich so ein fernkampflastiges Setup so ein bisschen und die stehen mitten in mir drin. Ja, sehr gut. Ja, nochmal. Sehr gut. Sehr gut. 2. Dann kommt der nächste. Tatsächlich auch auf meinen Magier. Über die Ecke. Charge da, ja. Naja. Hab ich mal. Na naja, gut, wäre vielleicht jetzt auch zu viel gewesen, da zu viermal dodgen zu erwarten. Und jetzt bringt er bestimmt noch, der kommt auch noch zu dem Magier, wa? Boah, ich sehe nichts. Ja, von hinten. Ist jetzt zu dritt dran, wa? Kommt er da ran?
Ja, sieht so aus, ne? Ja, drei Modelle müssten eigentlich ranpassen, oder? Ja. Mach ja auch raus. Wenn das Gute ist, dass er wenigstens überhaupt nochmal Schaden gemacht hat. Aber es ist natürlich trotzdem schon bitter, hier mit Zweien in Unterzahl überhaupt halbwegs so an versuchen anzufangen. So mit Black Hunger. Der auch wahrscheinlich nochmal einen ziemlichen Hot. Und geht in Ambush Stance, okay. War das ein Charge oder eine normale Attacke? Normale Attacke, oder? Pff, 49, boah. Ja, mal zurück. 40. Ich mal kritten können. Dann gehst du schon mal schön mit 69 zu 100. In deinen ersten... In deine erste richtige Bewegung. So. Da ist der Rattenoger und der Typ im Dodge Stance. Aber da drüben ist der interessante Teil. So, da komme ich aber nicht ran. So. Wie sieht es da aus? In den Rattenohr komme ich wahrscheinlich ran, ne? Ich einer zurück, aber... Oh, und auch nicht zu knapp. So, aber kriegt nur eine zurück wenigstens. Und gebe ihm auch nochmal eine Kelle mit. Reload. Ja, nehmen wir mal ein Perception. Ambushed. Ich dachte erst, wenn man da reinläuft. Naja, egal. 13. Okay, jetzt der Rattenober. Ich hatte ja gehofft, da noch vorher irgendwas. Ne, ich meine, er kann ja nur zweimal zuschlagen. Das könnte reichen. 150. Wobei. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, da noch mehr vorher reinzukriegen. Hat der 8 Attacken? Boah. Wut. Der hat 8 Attacken. Boah. So, und ich habe ja auch keine Chance, hier drüben an den Kampf ranzukommen, ne? Sehr schön dafür, dass das ein Hinterhalt von mir gewesen ist. Wer legt denn solche Hinterhalte? Die Schrotflinte.
Das wäre auf alle Fälle was für hier drüben. Ich glaube nur, dass der Schrotflinteneffekt noch nicht funktioniert. Geht nämlich noch nicht. Na, lieber Waffen wechseln und dann der Dinge harren, die da kommen. Hm. Was ist nun los? Main Menü. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe aber nicht verloren. Keine Rückmeldung. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch was kommt. Ich weiß nicht mal, ob er mich noch hört. Doch, Main Menü. Okay, hat einfach aufgehört. Okay. Mal auf alle Fälle ein neuer Bug. Ist ja nun noch relativ early. Okay, na gut, dann würde ich sagen, probieren wir das einfach in der nächsten Folge nochmal. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.